ich bin 19 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich bin Chrissy, 20, ich komme auch aus Deutschland. Wir sind in Peru im Regenwald und machen hier unseren Freiwilligendienst. Ja, wir sind quasi die Praktikanten, die alles Mögliche machen dürfen. Und das im positiven Sinne, also wir dürfen uns total vielfältig einbringen. Ich arbeite ziemlich viel in der Schule mit, unterrichte da auch selber, sind kleine Klassen, genau. Oder bin im Kindergarten mit in Missionarsfamilien, gebe Musikunterricht, arbeite auch etwas in der Druckerei. Du auch. Ja, also eigentlich ist hier kein Tag gleich. Irgendwie von dem Arbeiten her, jeden Tag ist irgendwas anderes. Mal sind wir passen wir auf Kinder auf, machen den Kindergarten, den Sportunterricht, in der Implanta, in der Druckerei. Und ja, in der Schule helfen wir mit, so alles, was so anfällt. Weil es so vielfältig ist. Und zudem interessieren mich einfach Kultur und Religion sehr. Und ich habe einfach so gesehen, dass ich hier sehr viel lernen darf. Eben durch die vielfältige Arbeit, eben aber auch, weil hier eine Bibelschule für Indianer ist und wir ja so auch in den Kontakt mit Indianern kommen und natürlich auch mit Peruanern. Genau, das ist schon sehr spannend, dass das hier alles so multikulturell ist. Dazu kommen auch noch die ganzen Schweizer, die hier leben, nämlich eine Schweizer Missionsgesellschaft. Genau, und ja, ich habe einfach gedacht, im Ausland kann man schon sehr an seinen Herausforderungen wachsen. Einfach auch voll die neuen Erfahrungen machen, dadurch auch, dass wir halt so viel in so viele Aufgaben ja mit einbezogen werden und machen können und einfach auch Spanisch lernen können hier. Mich begeistert in Peru die Vielfalt hier. Also es gibt hier Dschungel, Wüste, Berge, aber auch Meer und Strand, was einfach total beeindruckend ist, alles zusammen in einem Land. Ja, das stimmt. Und ich finde auch die Menschen, die begeistern mich auch. Also einfach, was wir schon als eine Gastfreundschaft erfahren durften. Und ja, die Indianer sind schon auch nochmal, haben nochmal ihre eigenen Kulturen. Aber auch dort einfach wirklich Gastfreundschaft und wirklich auch Freude. Gerade auch besonders die Christen, einfach wie sie Lobpreis machen und irgendwie ja als Christen leben. Also es gibt schon einige verschiedene Tiere, zum Beispiel, also was coole Tiere sind, was hier gibt, es gibt Affen, es gibt richtig schöne Vögel, Papageien, Tukane, Schmetterlinge. Oh ja, die sind auch echt richtig schön, also echt einiges, aber dann gibt es natürlich auch Schlangen und Tarantulas und Kakerlaken. Ja, und es gibt auch Krokodile, ja. Davon haben wir noch nie eins gesehen, außer die Köpfe in der Stadt. Ja. Die da verkauft werden. Genau. Es gibt auch Piranhas bei uns im See. Clara wurde gestern zum ersten Mal ein Zeh gebissen. Bekanntschaft gemacht. Genau. Also bei mir hat sich mein Gebetsleben stark verändert, weil ich hier einfach voll auch echt oft merke, dass Gott wirklich die Gebete erhört und wirklich auch was tut und antwortet. Wo ich vorher manchmal daran gezweifelt habe, wo ich hier merke, so diese Zweifel eigentlich war unnötig waren, weil Gott halt wirklich einfach auch immer hier wirkt und Gutes tut, was man auch hier immer mitbekommt, wenn wir beten für Indianer oder für alles Mögliche, was echt eine coole Veränderung ist. Ja, also ich kann das auch unterschreiben, bestätigen. Man bekommt hier irgendwie mehr geistliche Kämpfe mit, einfach auch wirklich bei den Indianern, einfach so Geister sind für die total präsent. Und genau, das ist voll der geistliche Kampf da und deswegen auch irgendwie das Gebet nochmal da als voll die starke Kraft. Und für mich persönlich auch einfach, ja, wie Gott einen einfach durchträgt, auch durch schwierigere Zeiten im Jahr und wirklich irgendwie da ist und ja, auch sich irgendwie da zeigt. Genau. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall, dass er da mit Gott im Gespräch ist und einfach da auf Gott vertraut und auch auf ihn hört, was so sein Plan ist für ihn, dass man da einfach voll auf Gott vertraut und auf Gott hört. Ja, voll. Und dazu einfach auch hinterfragt, warum überlegt man das, warum möchte man das? Oder vielleicht ist auch noch da unentschlossen, was hält einen vielleicht ein Stück weit davon ab? Und ja, das zu hinterfragen. Und
definitiv die Früchte. Hier gibt es eine richtig große Auswahl von Früchten, wo ich zum Teil hier Früchte entdeckt habe, von denen ich vorher noch nie gehört habe, noch nie gesehen habe. Und die einfach so lecker sind. Ich habe jetzt Mangos, Granadillas, Sawis. Ja. Ja, ich denke, man wirklich im Ausland, habe ich jetzt nochmal neu gemerkt, man lernt seine eigene Kultur neu zu schätzen. Wir haben eine deutsch-schweizer WG, sage ich mal. Und ich genieße das, dass wir irgendwie ehrlich und offen miteinander reden können oder dass es auf jeden Fall verstanden wird, dass es dieses Bedürfnis einfach gibt. Ja, und das einfach im Kontrast ein bisschen zu dem Zusammenleben und Arbeiten mit Peruanern. Gehen die nicht ehrlich miteinander um oder wie ist es bei denen? Es ist einfach eine viel indirektere Kultur, also es wird nicht direkte Kritik geübt. Und ja, das ist ja bei uns schon wesentlich direkter. Ja.